Hey, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei ProbierT und es gibt so ein paar Biere, da freut man sich richtig drauf, oder ich zumindest freue mich richtig drauf, wenn ich die hier vorstellen kann. Das folgende Bier gehört dazu und ich zeige das einfach mal in die Kamera und ihr seht Moa Southern Alps IPA. Jetzt wird es bei dem einen oder anderen vielleicht ein Fragezeichen ins Gesicht trauen. Moa Brewery, nie gehört, liegt daran, die ist in Neuseeland. Und ich war neulich in Neuseeland, habe einen sehr verrückten Trip dorthin gemacht und bei der Gelegenheit eine alte Schulfreundin wieder getroffen an dieser Stelle. Hallo Julia, danke nochmal für dieses Bier. Denn der Julia ist nicht entgangen, dass ich ein großer Bierfreund bin. Und Bier ist ein Riesenthema in Neuseeland. Ihr werdet das in den nächsten Wochen hier auch noch bei ProbierTV mitbekommen. Und sie hat mir zwei Biere mitgebracht. Eins davon, das habe ich relativ schnell getrunken, weil es schlicht und ergreifend nicht mehr in den Koffer reingepasst hat. So voll war der schon. Einerseits vom Wein, andererseits aber auch vom Bier. Und dieses Bier hat es eben mit nach Hause geschafft. Ich hatte mir schon Biere gekauft. Also ich bin nicht ganz ohne Bier heimgekommen. Und ja, Moa Brewing Company, da gibt es eine persönliche Verbindung zu ihr, von ihr zu den Besitzern. Ich glaube, die haben früher irgendwann mal Wodka gebraut. Allerdings die Geschichte, zumindest eines der beiden Brauereiinhaber, geht eher auf den Weinbau zurück und hat sich dann irgendwie Richtung Bier entwickelt. Und wie gesagt, Moa White IPA, Southern Alps, finde ich sehr spannend, dass ein Bier aus Neuseeland Southern Alps heißt, also südliche Alpen, ist doch relativ weit von Neuseeland. Und jetzt schauen wir mal, wie südliche Alpen von Neuseeland ausschauen. Hat aber auch zwei Hopfensorten. Eine ist der Nelson Sauvin und Citra aus den USA. Nelson Sauvin, ja, ein Hopfen aus Neuseeland. So, und wenn das keine Optik ist, schöne, kräftige, goldene Farbe und vor allen Dingen kräftiger Schaum, locker zwei Finger breit und die Kohlensäure, die tobt da drin regelrecht. Also dieses IPA-Glas von Spiegelau, was ich hier benutze, das kommt, zumindest was die Optik angeht, diesem Bier sehr zu passe. Es wird immer mehr Schaum, habe ich das Gefühl. Und was eine Cremigkeit, Wahnsinn. Also wenn man das sehen kann, extremst feinporig der Schaum hier oben drauf. Und schauen wir mal, was uns da erwartet. Leichte hefige Noten, jetzt nicht ganz überraschend auch Zitrusnoten. Das macht der Citra-Hopfen. Süßliche Malztöne und da ist offensichtlich auch Koriander verwendet worden. Koriander, den erkennt man als Wiener Biertrinker relativ schnell. Das ist so das Lieblingsgewürz von Günther Tömmes und das hat man hier also ganz deutlich in der Nase, da ist Koriander drin. Also sehr spannend. Offensichtlich Koriander, etwas, was der Neuseeländer mit den südlichen Alpen verbindet. Wow. Das hätte ich jetzt so überhaupt nicht erwartet. Das ist ja spannend. Zitrusfrucht, ganz klar, der Citra-Hopfen ist da durchaus dabei. Aber auch bananige Noten, also mich würde mal interessieren, was da für eine Hefe verwendet worden ist. Vielleicht hat man sich auch in den südlichen Alpen ein bisschen getäuscht und hat eher die nördlichen Alpen gemeint und hat dann da irgendeine Weißbierhefe mit drin. Würzig mit Koriander. Schön, schönes Bier, sehr kräftig. Hat auch eine, ja, sehr ausgewogene Bittere, also die ist durchaus da, passt zum IPA.
Sehr gut, 6,4% Alkohol dieses Bier. Ich würde jetzt mal schätzen, dass es so irgendwo zwischen 50 und 60 IBU liegt. Also durchaus eine präsente Bittere. Ich werde das mal nachher nachschlagen, um wie gut ich da wieder gelegen bin. Von der Kohlensäure her nicht ganz so intensiv, die läuft gut durch. Das ist eine sehr angenehme, erfrischende Kohlensäure, aber ohne aufdringlich zu werden. Aber der Schaum immer noch, wie der noch hier im Glas steht, Wahnsinn. Die Kohlensäure immer noch wahnsinnig aktiv in diesem Glas. Liegt sicher auch so ein bisschen an den Eigenschaften dieses IPA-Glases. Aber auch vom Körper her eher schlank gehalten. Im Finish dann diese kräutrigen Noten sind etwas stärker im Finish. Blumig, grasige Noten. Wie gesagt, die schöne Bittere, sehr trocken. Und ich traue mich ja fast gar nicht zu sagen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, trotz dieser 6,4%, es hat eine leicht wärmende Wirkung. Das ist jetzt für mich eher ein bisschen verwirrend, weil 6,4% sind eigentlich nicht so, dass man erwarten würde, dass schon eine wärmende Wirkung eintritt, aber soll das sein? Also extrem schön, schönes und komplexes Bier. Vor allen Dingen die Bittere, die bleibt so schön im Mundraum liegen. Sehr spannend. Schade eigentlich, dass es dieses Bier hier nicht gibt. Sollte irgendjemand von euch in Europa wissen, wo man Biere von Mower, für was das immer auch stehen mag. Mower Brewing, ja, also ist wahrscheinlich irgendein Maori-Name, beziehungsweise vielleicht irgendeine Abkürzung, keine Ahnung. Gibt auch keinen Hinweis auf der Webseite dazu, aber sehr schönes Bier. Wenn irgendjemand weiß, wo es diese Biere hier möglicherweise in Europa gibt, dann bin ich für den Hinweis dankbar. Für jeden, der nach Neuseeland fliegt und noch Platz im Koffer hat, bringt mir gerne ein Bier von Moa mit. Mich würden auch die anderen interessieren. Wenn ihr dieses Bier kennt, bin ich sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Ansonsten hier unten der Button zum Abonnieren des Kanals. Montag, Mittwoch, Freitag, 9 Uhr ist Probier-TV-Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Bier in jedem Fall. In diesem Sinne, Prost und Tschüss, Baba.